Im Spiel des Jahres am Samstagnachmittag gegen den VfR Garching musste sich die Spielvereinigung Hankhofen-Heiling am Ende mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Von einem Heimfluch zu sprechen, wäre angesichts der nach wie vor hervorragenden Ausgangssituation vor dem Saisonendspurt sicherlich übertrieben. Dennoch stand den Spielern nach Abpfiff die Enttäuschung schon ins Gesicht geschrieben. Ja, es ist sehr bitter. Momentan investieren wir sehr, sehr viel. Ich denke, dass Heilbronn ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung war, vor allem vom Kämpferischen, auch vom Spielerischen her. Aber das verflixte dritte Tor möchte nicht reingehen für die drei Punkte. Ja, dann haben wir auch kein Glück, nicht, dass wir irgendwie ein Standardtor machen. Ja, und es ist leider momentan bitter, aber es hilft. Wir müssen weiter nach vorne schauen und positiv weiterwärmen. Dann wird es schon wieder. Das 2:2 gegen den Regionalliga-Absteiger vor dieses Mal nur 450 Zuschauern war allerdings ein ganz anderes Spiel als noch das gegen Dachau drei Tage zuvor. Musste man da noch froh um den einen Punkt sein, hätten es gegen Garching angesichts des Chancenverhältnisses eigentlich deren drei sein müssen. Die erste Gelegenheit der Partie gehörte zwar den Gästen, der Schuss von Mike Niebauer jedoch eine dankbare Aufgabe für Spielvereinigung Goalie Sebastian Mayer. Insgesamt gab aber schon die Heimelf den Ton an. Nach guter Balleroberung von Tobias Richter stellt Andreas Wagner bei seiner Rückkehr in die Startelf Gästegoalie Dominik Dax vor eine erste Prüfung. Kurz darauf eine schöne dreifache Kopfballkombination zwischen Wagner, Tobias Lärmer und Richter, die Daniel Hofer jedoch nicht krönen kann. Nur eine Minute später machte es der Hankofener Kapitän dann aber besser. Nach einem schönen Spielzug über links inklusive Hackenvorlage von David Vogel auf Lärmer läuft Hofer am langen Pfosten ein und trifft endlich zu seinem lang ersehnten ersten Saisontor. Und beinahe hätte er sogar gleich das zweite folgen lassen. Der nächste Angriff fasst eine Kopie des 1:0. Dieses Mal zielt Hofer jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. Danach leisteten sich die Hausherren allerdings eine knapp 20-minütige Auszeit, in der die Gäste die Partie zu ihren Gunsten drehen konnten. In der 25. Minute nutzt Martin Schön eine seltene Lücke in der ansonsten sehr dicht gestaffelten heimischen Defensive zum 1:1 Ausgleich. Und in der 42. Minute dann das Highlight des Spiels. Niebauer zieht aus knapp 40 Metern ab und überrascht Mayer mit einem technisch perfekten Schuss und auch dem nötigen Quäntchen Glück. Dieses Tor definitiv ein Kandidat für den Bayern-Treffer des Monats. Doch die Gastgeber fanden noch vor der Pause genau die richtige Antwort. Im direkten Gegenzug in der 44. Minute findet Vogel wieder am langen Pfosten Hofer und der legt perfekt ab für Richter. Der 2:2 Halbzeitstand aus Garchinger Sicht trotzdem schon recht schmeichelhaft. Und auch nach dem Seitenwechsel war es mehr oder weniger ein Spiel auf ein Tor. Allerdings agierte Hankhofen meistens zu kompliziert und kam deshalb nicht mehr zu den ganz klaren Chancen. Allgemein fehlt den Dorfbuben seit der Winterpause einfach das Selbstverständnis aus der Herbstrunde, um vor allem enge Spiele wie zuletzt besonders vor heimischer Kulisse auf ihre Seite zu ziehen. Und so blieb es am Ende auch beim 2:2. Trotz deutlich verbesserter Leistung bleibt also der erhoffte Befreiungsschlag aus. Ja, wir haben sehr viel investiert. Anfangs wirklich überragend angefangen, die eigentlich fast überrumpelt. Hätten wir eigentlich schon höher in Führung gehen können. Leider haben wir es nicht gemacht und machen wir dann hinten einen Stellungsfehler. Lassen die durchkombinieren, dass wir es einfach zu leicht wieder das 1:1 haben machen lassen. Und dann haben sie natürlich diesen Sonntagsschuss von der Mittellinie, der mit Wind dann noch sich ins Tor senkt, Latte noch touchiert. Aber wir haben halt das Glück nicht. Früher ist er in der Vorrunde wäre er vielleicht rausgesprungen, jetzt springt er rein. In der Tabelle schrumpft der Vorsprung auf den allerdings nicht aufstiegsberechtigten zweiten Ingolstadt 2 auf 5 Punkte. Deren 10 sind es immerhin noch zum formstarken dritten Regensburg 2. Mit Kirchhain-Schöring und Landsberg auswärts sowie dann eben dem Jahn zu Hause stehen für Hankhofen nun drei Duelle mit Spitzenteams an. Vielleicht sind das aber auch genau die richtigen Gegner, um rechtzeitig vorm Saisonfinale wieder in